So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 21 Uhr. Die US-Märkte handeln also noch. Der Risikohinweis sollte jedem bekannt sein. Und dann schauen wir auch schon auf die ersten Setups, die noch heute im Handelsverlauf veröffentlicht worden sind. Da ist zu einem Hypoport sehr interessant, direkt an das Kurslevel hin, wo hier zigmal der Kurs abgeprallt ist, hier ein Fehlausbruch, anschließend gab es eben dann den Abverkauf. Dann hatte ich hier das Setup eben vorgestellt, eigentlich lag dann hier die Stop-Buy-Marke sogar hier, habe das aber dann nicht weiter verfolgt, deswegen egal. Hier gab es dann eben diesen besagten Rücklauf und nun könnte es, da diese Aufwärtsbewegung relativ lang ging, hier nochmal ein zweites Standbein kommen, was um den Bereich fallen könnte, 76, 77 Euro, vielleicht auch ein Stück tiefer, 75, und dann sollte es nochmal hoch gehen. Dann zu Asien komme ich später. Bei der Südzucker, die ist definitiv, sieht man ja, gegen den Aktienmarkt, sage ich mal, oder gegen den deutschen Markt gelaufen. Amerika lief ja auch noch schön nach oben. Hier gab es eine Korrektur, die wurde sofort gekauft und hier ist jetzt das Gap geschlossen worden und hier sollte es nochmal auch eben ein Rücksetzer stattfinden. Zum DAX, da kommen wir auch gleich noch, und australischer Dollar, neuseeländischer Dollar, ja, fast Tagesjahr, noch nicht mehr Tageshoch, gerade eben war es noch. Also hier finde ich das sehr interessant, falls diese Marke auf Tagesschlusskursbasis geknackt wird. Dann eben auf die Frage hin, die kam im Stream gerade, was machen wir hier mit dem Euro-Australischen Dollar, soweit ich mich entsinnen kann, Euro-Out, aber nicht wie gewünscht. Da lag der Kurs, ich kann ja auch mal in die untere Zeiteinheit switchen in der Stunde, 18 Uhr. Ja, 18 Uhr lag er eben hier, wieder auf dem Weg nach unten, war sozusagen dann das Tief. Und ja, ich finde es jetzt noch nicht so. Natürlich lief das jetzt nicht prickelnd, aber wie gesagt, Stopp hält, kommt jetzt vielleicht in Schwung. Touchiert hier das Level am EMA 38 und ja, wenn es hier durchbrochen wird, dann dürften wir hier vielleicht eben nicht mehr ganz so hoch laufen, aber bis 1535 wäre ein schönes Kursziel. Dann kommen wir, was sehr spannend ist, aber doch, das habe ich hier. Hier gab es heute eben im Handelsverlauf gleich zu Beginn eben ein Bruch des Weekly-Unterstützung. Aber die Tageskerze gefällt mir jetzt. Wie gesagt, auch Weekly, wir haben Anfang der Woche. Bislang gefällt mir das eben sehr gut. Bricht hier unten durch. Kann sofort die Unterstützung zurückerobern. Und steht jetzt ja, mit einer ja, nicht ganz mustergültigen Hammerkerze, aber eine Hammerkerze, auf die man eben aufbauen kann. Und so war es auch eingezeichnet hier. Aber erstmal die Kerze eben abwarten und dann eben schauen, was eben was Asien macht. Und da kommen wir eben auch zu Asien. Hier gab es einen mächtigen Abverkauf, nachdem er wieder den EMA 200 erreicht hat, der Hang Seng Index. Hier kann sich das wieder ein bisschen eben nach oben ausdehnen. Hier gab es einen kleinen Rücklauf. Deswegen habe ich auch geschrieben, die ganz bullischen Optionen sind nicht vorbei. Hier korrigiert das eben. Also lief zuerst höher, stärker nach oben. Jetzt fällt es hier stärker nach unten ab und kann sich hier noch ausdehnen. Ja? Also in meinen Augen ist da eben noch was Bullisches möglich. Hier beim Nikkei-Index gab es ein großes Gap heute und steht direkt an einer neuen Sellmarke. Aber diese Sellmarke, auch nochmal beschrieben, auf Tagesschlussbasis, wenn die fällt, dürfte es weiter runtergehen. Wenn es hier eine schöne Reversal-Kerze gibt,
eventuell eben auch möglich, weil der Euro-Yen eben auch ein bisschen gedreht hat. Momentan liegen die Future-Kurse bzw. der Nikkei Future ja nahe Tagestief, aber auch nicht mehr, nicht groß ist er sozusagen gefallen. Also der liegt immer noch hier an der Marke plus minus 20, 30 Punkte. Das passt soweit auch zum WTI. Gab es hier fast exakt den Rücklauf an die gewünschte Marke, dann Gegenlauf, der findet eben auch schon direkt statt und dann sollte es noch fallen. Also maximal eben noch an 50, 30 wäre gut, darüber wäre schon wieder zu bullisch in meinen Augen, aber passt soweit auch, genauso wie hier Brent Crude hat nicht ganz das Level erreicht hier und kann jetzt hier die Gegenbewegung einleiten und sollte dann die nächsten Tage bzw. im Wochenverlauf diese Marke erreichen. Dow Jones Index ja, gibt hier etwas stärker ab. Hier kann eben was fertig sein, darf dann korrigieren und ja, im Idealfall bleibt es eben über 17,66, aber hier gab es eh kein neues Setup, das betone ich. Speziell hier lief der Rücklauf, wie dann heute Mittag erwähnt. Kann hier schon was zu Ende sein an 4.440. Das Tief lag jetzt ein Stück tiefer. Aber alles, was über der Rainbow-Unterkante ist, ja, danach darf sich das nochmal fortsetzen, also solange diese Marke hält. So, da war das. BASF ist jetzt hier leider gleich durch den Stopp gefallen. Konnte es im Tagesverlauf nicht mehr zurückerobern, aber bei 180 Punkten im Minus im DAX ist auch nicht weiter verwunderlich, dass auch eine BASF tiefer fällt. So, was bleibt jetzt noch übrig? Der DAX. Das ist jetzt nicht der DAX. Wo habe ich den? Hier unten ist er. So, die Marke eingezeichnet, Schlusskurs oder fast am Tagestief jetzt eben geschlossen. Und ich nehme jetzt den anderen Chart, den habe ich schon auch geöffnet, Stundenchart, switcht man diesen hier um, dann habe ich auch ein Kauflimit, ein sehr antizyklisches, spekulatives Limit ausgegeben. Und jetzt muss ich hier nur das Rechteck nicht ganz gefüllt lassen, ja. Tief war hier die 9.606 Punkte, also noch nicht ganz das Limit erreicht, aber wäre jetzt eh nachbörslich. War jetzt eher auf Xetra-Basis gemünzt, sollte es hier jetzt noch ein Ditch nach unten geben und ich am Rechner noch sitzen, dann werde ich vielleicht das aktiv schalten, aber sonst ist das Limit jetzt für morgen gültig und da wir eben am Tagestief geschlossen haben, kann es gut sein, dass morgen so oder so noch einen Abverkauf gibt, einen kleineren. Darf auch noch größer kommen, aber auf Schlusskursbasis definitiv muss diese Marke halten. Das war's. Wie gesagt, Setups gehen noch auf, ja, nicht alle natürlich, aber soweit die, ich habe mich jetzt auf diese konzentriert, wo laufen, die passen und weiter müssen wir halt dann in den nächsten Tagen schauen, was noch zum Traden geht. Danke fürs Zuhören, bis später, beziehungsweise morgen.